Five Nights at Freddy's 3. Diesmal habe ich zum Glück nicht das Safe-Game kaputt gemacht. Ich merke gerade, das ist ganz schön laut. Ich mache ein bisschen leiser noch. Obwohl, im Spiel müssen wir das Gerumpel ja hören. Ja, es stand noch die fünfte Nacht. Wir probieren es nochmal. Genau, es ist für uns ein neuer Tag. Ja, und beim letzten Mal sind wir ja sehr weit gekommen. 20 Sekunden. Das 20 Sekunden. Ja. Die gefehlt haben in der fünften Nacht. Und das schaffen wir heute wieder. Davon gehe ich ganz fest voll aus. Also hoffentlich schaffen wir mehr. Also hoffentlich schaffen wir die ganze Nacht. Ja, natürlich. Also, den Scheiß müssen wir uns nicht anhören. Ich möchte auf das Spiel konzentrieren, Schnauze. Also, genau, wie ging das nochmal hier? Ihn gleich entdecken. Wir müssen ihn zuerst mal finden. Okay, jetzt habe ich schon los. Bei 9 müsste er doch sein, oder? Ist er nicht, bei 10. Ist er nicht. Ich bin direkt losgegangen und bin mich verloren. Super, fängt gut an. Da ist er. Ah ja, hier ist er. Dann locke ich ihn wieder zurück in den Achter. Ja. Dann werden wir ihn. Boah, er war gleich losgezogen, die Sau. Sofort, ne? Video Error. Okay. Mach nochmal das Kichern, genau. Genau, jetzt eigentlich, wenn alles richtig war, ist er zu 8 gegangen. Oh. Und gleich 2. Dann locke ich ihn jetzt aber nochmal zu 8 bevor, weil sonst ist er zu weit weg. Hello. Fängt ja gut an. Ihn erstmal verloren. Sofort verloren. Stress, er geht 3 Räume weiter und die Systeme von aus. Alles super. Das ist er nicht. 7. Ah! Ich lock ihn nochmal irgendwo hier hin. Hier hin. Das fängt alles ganz schön scheiße an. Der Alarm auch schon. Okay. Toller Start. Fängt ganz. Ja, wir sind jetzt bei 1 Uhr. Also, warum nicht, ne? Vielen Dank, Spiel. Fängt schon mal hervorragend an. So, suchen wir ihn hier. Da sehe ich ihn nicht. Da sehe ich ihn nicht. Da ist er schon. Also versuchen jetzt von der 1 hier in den 2er zu locken. Ja. Das müssen wir warten, aber hier müsste eigentlich hier auftauchen, oder? Der müsste dann hier irgendwo sein. Dann locke ich ihn in die 5. Ich sehe ihn noch nirgendwo. Er steht entweder hier oder hinten, habe ich ihn letztes Mal gesehen. Ja. Ich rufe ihn nochmal. Audio Error, sehr schön. Ist schon sehr stressig jetzt, gleich zu Anfangs da. Steht schon direkt vor der Tür, die Sau. Schneller, 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 schneller. Ah, der Schuss Freddy. Ist er noch bei der 1? Nein. Ist er bei der 2? Bei der 5? Video Error. Scheiße. Ich habe noch nicht gehört, dass er irgendwo in den Gang, in so einen Schacht gekrochen ist. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. So, ganz schnell erstmal die 1 checken. Da ist er nicht. Nein. Ist er bei der 2? Nein. Nein. Ist er bei der 3? Nein. Da ist er. Da ist er. Zu 8 locken. Ja. Oh, das ist aber gut, dass er noch so weit weg war. Ich habe Schlimmeres befürchtet. Oh, fuck. Ja, hätte ich machen sollen. Ja. Habe ich zu spät. Ich habe mich aufs Audio konzentriert, weil ich das schnell wieder machen wollte. Das ist ganz schlecht, weil da ist er dann richtig fix immer, dass er zu uns herkommt. Vermuten wir. Es wirkte ein paar Mal so, ja, ne? Dass er dann richtig Gas gibt, wenn hier der Alarm losgeht. Guck mal bei der 1 oder 2. Da ist er. Ach, da ist er. Hi. Gut. Möglicherweise habe ich ihn jetzt hochgelockt. Ja, da ist er. Hoch mit ihm. Ja, gleich einmal Audio noch von der 8 zu 9 locken und rebooten alles. Mhm. Für den scheiß Start läuft bis jetzt 3 ganz okay. Läuft jetzt mal ganz gut bis zur 3. Das schaffen wir. Natürlich. Drückt uns die Daumen, wieder wie gestern. Drückt uns wieder wie gestern die Daumen. Fuck, das dauert so lange. Der kann schon sonst wo sein. Da ist er. Da ist er, sauber. Zu 10 locken. Ach, jetzt machen wir hinten. Und mach den Dings zu. Da ist er. Da ist er. Super. Das ist super. Dann warten wir, bis er wieder versucht wegzugehen. Boah, ey, der war vor um 1 schon hier, vor der Tür. Ja. Das ist nur Freddy oder wer? Ein anderer Scheiß. Jetzt rufen. Hallo. Und, ja, ist nur Freddy. Ich merke gerade, dass ich wieder... Bisschen langsamer bin als gestern. Gestern habe ich genau die Stellen, wo ich immer hinklicken musste, erst in Gang gegangen. Ich habe es rumpeln gehört. Hast du rumpeln gehört? Ja. Okay, und da ist er drin. Das ist super. Kannst ihn ja sonst versuchen zu rufen da oben. Nee, aber er ist ja doch... aber er muss ja eh da oben wieder raus. Genau. Stimmt eigentlich. Ja, er kann jetzt höchstens aus dem Gang wieder raus, in die 10 zurück. Mhm. Jetzt ist er wieder raus. Rumpel.
Da ist Ruf. Er. Ah, ja, er ist eh da. Brauchst nicht rufen, stimmt. Ja, Entschuldigung. Läuft so gut. Echt gut jetzt. Zum Vieren, er ist noch hier hinten. Und der Gang ist zu. Der soll wieder da reingehen. Das wäre super. Sieht jetzt echt gut aus, ne? Komm, drück uns die Daumen. Er ist weg. Hi. Ventilation Error. Ah! Entschuldigung. Er war plötzlich da. Weil ich boah. 5 Uhr. Wir schaffen das. Jetzt müssen wir ganz schnell finden. Da ist er. Der ist doch da. Da ist er. Das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Wir sind aber schon in Night 5. Ja, sind wir noch. Nee, er ist noch. Jetzt ist er weg. Video, Audio, Aura. Na, er ist doch vorbeigelaufen. Hast du gesehen? Das war auch nicht der. Der kann doch gar nicht da sein. Eben bei der 10 noch. Ich habe ihn gerade bei der 10 gesehen. Ich habe ihn noch gerufen. Das kann nicht. Das muss irgendwas anderes sein. Das war der Freddy irgendein anderer Scheiß. Das kann nicht er gewesen sein. Weil er war eben bitte noch in der 10. Das also, dass er das jetzt nicht ist. Doch, natürlich ist es. Ruf ihn 2. Der war eben hier noch hier zu sehen. Irgendwo. Bleib bei 2 jetzt mal da unten. Ich rufe ihn nochmal hier hin. Ja. Aber er war eben noch bei der 10. Das kommt jetzt kaum. Das wird jetzt total krass. Er war bei der 10. Ja! Das war es wirklich der? War es nicht mehr ja, das war der. Ich habe ihn doch gesehen. Was, ist vorbei? Ist vorbei? Wie letztes Mal, nach der Pause. Was kommt jetzt? Das ist ein Mini. Was bist du denn jetzt? Weiß ich nicht. Was ist das denn jetzt für ein Ding? Das weint. So ein weinender Totenkopf, oder? Sieht fast so aus, ist das? Ja. Ist ja alles sehr mysteriös. Ich muss ja, ich spiele mit Florian Heide noch den zweiten Teil. Ja, das dürfte ja mehr... schön leiden. Das finde ich gut. Ergibt sich da mehr Sinn in der Story. Alle kaputt. Ah, Foxy, Freddy, Chica und Bonnie. Glaubst du, du kannst jetzt nach oben gehen mit ihm? Mit dem Totenkopf? Mhm. Ah! Wow, jetzt mach ich den fertig. Da ist der Hase-Dings hinten. Mit Angst, Tommy, siehst du das? Ja. Ha! Was machen? Oh, was müssen wir mit ihm machen jetzt? Da vielleicht unten zu den anderen Totenköpfen. Aha! Oh, jetzt ist er reingegangen. Ja. Und jetzt ist er zu ihm geworden. In die Mechatronik. Und kaputt gegangen. Die Mechatronik hat ihn zerquetscht. Das war ja im ersten Teil schon, dass irgendwelche viele Leute, die da drin stecken, in den Anzügen kaputt gegangen sind. Aber wie war denn das lila Vieh? Vielleicht dein Vorgänger. Warum war der lila? Keine Ahnung. Bad Ending. Ich habe schon aber gehört, dass es mehrere Enden gibt. Okay. Ich glaube, das Ende hängt von den Minispielen ab. Von den Minispielen? Mhm. Was hätten wir denn da anders machen sollen? Weiß ich nicht. Nightmare. Ja, extra. Natürlich. Guck mal kurz, was das ist. Was ist denn extra? Extra hört sich besser als Nightmare. Ja. Animatronics kann man sich angucken. Minigames, Jumpscares, Cheats haben wir nicht freigeschaltet. Der Springtrap. Der Foxy. Phantom Foxy. Der Balloon Boy. Ja. Chica. Freddy. Ganz freundlich. Puppet. War eklig. Ja, der war total doof. Das haben wir nicht freigeschaltet. Okay. Können wir mal Nightmare einmal anmachen? Probieren wir es mal. Oder? Das ist ja natürlich. Schauen wir es uns mal an. Sechste Nacht. Ja, super. Na toll. Ah, jetzt ist ja die fünfte eh so easy gegangen. Gucken wir uns den Anruf anhören. Du hättest da oben nochmal machen müssen. Wenn ich mir so darauf konzentriere, dass ich kaum zuhöre. Ich habe ihn am Anfang, aber ich habe ihn bei 9 einmal, bei 9 gesehen, habe ich bei 10 gerufen, ne? Ja, dann ist er nicht zu 10 gegangen und dann hätte ich dann schneller nochmal rufen sollen, ja. Okay, wo ist er denn? Siehst du ihn irgendwo? Oh. Er ist im Schacht. Ich habe ihn schon gesehen.
In welchem Schacht? Ja, da oben. Da. Ha! Boah, Glück gehabt. Da ist er. Jetzt zu 10 rufen. Ja. Sehr gut. Habe ich geschafft, den Nightmare-Modus auch noch. Video Error. Ich rufe ihn noch einmal, sobald das geht, und dann mache ich einen Reboot. Hello. Gleich einen kompletten Reboot, weil beides kaputt war. Wie gut wir die fünfte Nacht geschafft haben. Das ist jetzt total easy gegangen, ne? Das haben wir echt gut geschafft. Wenn man im richtigen Schacht erwischt, ist sowieso super. Ja. Das bringt einem richtig viel Zeit. Da ist er nicht mehr. Da, da ist er. Hello. Ich mach mal hier zu. Da ist er nicht, ich rufe ihn nochmal. Ja. Audio Error. Hä? Ist er in irgendeinen Gang gegangen? Ja. Ja. Fuck! Scheiße. Ich hab's noch nicht zugemacht. Wir haben einen Error. Warum? Der war aber schnell. Ich hab's gerade gehört. Ich hab sofort geweckt. Ja. Ja, gut, Zeit, nein, 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 nein. Dann kann er da hinten schon rauskommen. Das heißt, er kommt. Er ist jetzt bei uns vorbeigelaufen. Okay. Okay, ein kleiner Fehler. Einmal in den Schacht gekrochen und wir waren nicht schnell genug. Ja. Wird man sofort erwischt. Da haben, sind wir schon hops gegangen. Aber ich würde sagen, das Spiel heißt ja Five Nights. Ja, wir haben es geschafft. Five Nights at Freddy's, also nicht Six Nights at Freddy's und heißt auch nicht Nightmare at Freddy's. Nein. Ich finde, wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht. So sehe ich das. Ja, so finde ich das. Gut gemacht. Also, wir haben das erste Spiel durchgespielt. Ja. Wir haben das dritte jetzt durchgespielt. Ja. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Die ersten Folgen waren echt ganz schön verwirrend. Also, das war viel schwieriger, bei dem Spiel rauszubekommen, wie funktioniert das Spiel. Ja. Was, worauf muss man achten? Was machen die Phantome eigentlich? Wie kommen die? Wie kann man die ausweichen? Wie funktioniert er überhaupt so? Ja. Wie bewegt er sich? Dass man, weil ganz oft, am Anfang haben wir auch immer gesagt, wahrscheinlich haben wir nicht richtig genau hingeguckt durch dieses Flackern. Wir haben immer oft gesagt, wir sehen ihn überhaupt nicht. Wir haben ihn ja auch nicht gesehen. Also es ist sehr schwer, ihn zu finden. Aber wir haben ihn übersehen. Es war nicht so, dass er nicht da war. Wir haben ihn übersehen. Nein, wir haben ihn übersehen, weil er so schwer zu sehen auch ist. Ne? Ja. Und dadurch haben wir eigentlich immer gedacht, man kann ihn nicht sehen. Wir verstehen irgendwas nicht von dem Spiel halt. Genau. Genau. Weil beim ersten Teil hat man die mal sehr deutlich gesehen auf den Kameras. Ja. Das war halt hier viel schwieriger. Also damit erstmal klarzukommen mit der Mechanik. Wie beim ersten haben wir auch extra uns ja vorher nicht informiert. Ja, das stimmt. Weil das hat ja Teil des Spaßes. Wir möchten das ja selber herausfinden. Und wir sollen uns ja auch dadurch erschrecken, dass wir es selber herausfinden. Das ist ja der Witz des Spiels jetzt. Genau. Also, bin ich jetzt aber trotzdem insgesamt ganz froh, dass wir es geschafft haben. Ja, als nächstes steht immer noch bei mir Florian Heide eigentlich Five Nights at Freddy's 2 an. Ja. Das ist immer noch Plan. Und wir beide haben auch noch ein Horrorprojekt. Das stimmt, ja. Ja. Den Outlast DLC. Genau, Outlast Whistleblower. Da freue ich mich auch richtig drauf. Das Final Fantasy ist schon ganz cool immer. Es ist aber auch teilweise ein bisschen frustig. Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt, ja, ich fand den ersten insgesamt, wo kann ich schlecht sagen, ich habe mich vom ersten doch mehr erschrocken und anders irgendwie. Hier war es ganz cool. Es gab halt Jumpscares. Obwohl du schon öfter schreist. Also ich, ich weiß nicht, warum ich nicht so sehr erschrocken bin. Ich habe es irgendwie immer so ein Gefühl gehabt. Ja. Irgendwie jetzt werden wir sicherlich wieder gleich erschrecken oder so. Ja. Ich weiß es gar nicht, was es genau war, aber... Ich fand's persönlich leider bin ich nicht wirklich oft erschrocken. Im ersten bin ich sehr oft erschrocken und jetzt hier... Na, wenn ihr den ersten noch nicht geguckt habt, kannst du auf dem Kanal auch noch nachholen. Five Nights at Freddy's 1 auch zusammen mit dir gespielt. Ja. Wir haben Five Nights at Freddy's 2 mit Florian Heider. Und auf Outlast Whistleblower freue ich mich richtig. Da bin ich sehr gespannt. Weil Outlast einfach so ein tolles Spiel war. Extrem. Die Atmosphäre war super. Auch die Erschrecker waren super, die Geschichte war cool. Die Geschichte fand ich gut. Das war auch alles so, gut. So beklemmend, wenn man spielt. Ne? Also total. Es ist wirklich, man bekommt richtig Angst, wenn man das irgendwie... Und das hat, weil es halt auch viel mehr gemacht hat als nur Jumpscares. Das hat halt wirklich gezeigt, wie ein ganzes Horrorspiel aussehen kann. Ja. Das hat nicht nur so auf Jumpscares und kurze Effekte alles, ersetzt. Ne? Das war richtig cool. Richtig. Also wer das auch noch nicht gesehen hat, bevor wir halt demnächst Outlast Whistleblower spielen, guckt euch gerne auf Martin spielt Outlast an mit Edi und mir. Mhm. Wie gesagt, wer es noch nicht kennt, wer auf Twitch gerade zuschaut, einfach in der Beschreibung unten unter dem Video einfach schauen, da ist mein Kanal verlinkt, Martin spielt. Wer auf YouTube eh schon ist, einfach auf meinen Kanal gehen und dort mal nach dem Outlast Let's Play schauen. Genau. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Ja. Wie gesagt, uns schneller beide. Als erwartet eigentlich. Ja, aber wie beim letzten Mal auch, da haben wir es dann auch relativ schnell geschafft. Das stimmt. Nach einer Pause. Nach einer Pause geht's dann. Hat man manchmal dann all glatt. Genau. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder mit Facecam halt bei Outlast Whistleblower. Ansonsten spielen Emi und ich zusammen ja auch gerade noch This War of Mine. Ja. Stranded läuft auch noch.
Das läuft jetzt auch noch, genau, stimmt. Damit haben wir erstmal einiges für mich geplant. Einiges gemacht. Genau. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Und bis bald. Ciao.